Die Salzburger Künstlerin Susanna Andrini ist sehr vielseitig. Was sich aber durch all ihr Schaffen durchzieht, ist die Auseinandersetzung mit Figuren. Schon in ihrer Kindheit war sie fasziniert davon und wollte die Welt figürlich darstellen. Dieses Dreidimensionale, das ist so meine Welt. Also das Menschsein in Figur, in Skulptur abbilden, dann auch Spiel mit Bewegtem und Unbewegtem, das ist für mich spannend. Ich wusste als Mädchen, ich werde mal Schauspielerin und Geschichtenerzählerin und Autorin und alles das. Also das ist einfach das Musische. Ja. Und dann hat sich's eben so entwickelt. Susanna Andrini wurde 2016 mit einem Förderpreis für Kinder- und Jugendprojekte der Stadt Salzburg ausgezeichnet. Ihre Gabe als Geschichtenerzählerin stellt sie auch an diesem Abend einmal mehr unter Beweis. Und da saßen sie am Brunnenrand, die beiden Göttlichen, und lachten sich die Bäuche krumm. Und das, ihr Lieben, hat den Hades interessiert. Das war unerwartet. Er hört das Göttinnengelächter da oben. Und er schaut ein bisschen an die Oberfläche. Und so kommt es zustande, dass die beiden verhandeln können. Und was geschieht? Wir kennen das Resultat. Es entstehen die Jahreszeiten. Persephone. Ein kurzer Schwenk in die griechische Mythologie ist notwendig, um den Kurztrickfilm Eine Prise Baubo einzuleiten. Ein Leitgedanke von Susanna Andrini ist die Rolle der Frau in unserer heutigen Zeit. 2017 wurde sie mit ihren Skulpturen und ihrem Kurzfilm Mit Joik Gesang zur Biennale nach Venedig eingeladen. Der Joik ist ein mit dem Jodler verwandter Gesang der Samen, der Ureinwohner Lapplands. Und für die Künstlerin ist er eine Ausdrucksform von Gefühlen. Das Besondere beim Joik ist nicht, dass, wenn man jetzt zum Beispiel etwas Natürliches hernimmt, wie zum Beispiel den Wind, es wird nicht für den Wind gesungen oder es wird auch nicht versucht, den Wind nachzumachen mit den Tönen, sondern es wird eben der Wind gejoikt. Das ist dieses magische Element. Also es ist so, als ob jetzt ich als Sängerin quasi dann der Wind bin und ich kann die Stimmungen des Windes in Töne bringen, da verschmelze ich dann. Der Joik-Gesang ist etwas sehr Intimes und kann in Zeiten von großen Lebensveränderungen unterstützend wirken. In ihrem Atelier arbeitet Susanna Andrini nicht nur an ihren Skulpturen, sondern sie veranstaltet regelmäßige Seminare und Workshops rund um Frauenkraft oder ein bewusstes Leben. Also es geht im Wesentlichen darum, Frauen und auch gerne Männern dabei zu helfen, die Weiblichkeit, das Weibliche wieder in sich zu entdecken und zu beleben. Denn das Weibliche und der weibliche Weg geht in unserer Gesellschaft oft verloren oder wird vergessen. Und diesen Weg wiederzufinden, darauf legt die Künstlerin großen Wert.